Yoho, Ladies and Gentlemen, das ist Joe Cognito mit dem Test-Department. Und zwar zeige ich euch heute eine Mini-HD-Cam, und zwar die Ultra-HD von Cisco, die sogenannte Flip. Diese Kamera gehört zu einer Generation von HD-Cams, die man sich in die Tasche stecken kann und mit denen man richtig, richtig gute Aufnahmen machen kann. Und das werde ich euch heute zeigen. Die habe ich schon mal aufgemacht, weil ich die schon mal in einem Feldversuch mit hatte und da ein paar Aufnahmen mit gemacht habe. Deswegen ist sie nicht mehr original verpackt. Nichtsdestotrotz zeige ich euch jetzt mal, wie das innen drin aussieht. Die Verpackung ist aus Pappe, das finde ich schon mal ziemlich cool. Also nicht so Plastikgedöns. Ja. Und in der Verpackung ist eine Umverpackung, auch aus Pappe. Das ist sie, ja. Flip Video Ultra HD. Kann man aufklappen und dann kommt da eine super Kamera zum Vorschein. Ja. Shoot anything, share everything. Diese Kamera wird unter dem Motto angeboten, idiotensicher zu sein. Das heißt, dass wirklich jeder, der so ein Ding mit hat, damit irgendein Ergebnis rauskriegt. Und ja, also ich kann das unterstreichen, nachdem ich die halt benutzt habe, ist das wirklich so einer der einfachsten, simpelsten Bauweisen und Kameras, die ich jemals in der Hand gehabt habe, mit der man HD machen kann. Dann packen wir das mal aus. Zuerst mal die Kamera. Schick in schwarz. Dann gucken wir mal, was da noch drunter ist. Haben wir hier die Gebrauchsanweisung, ja, wenn man das Ding so nennen kann. Kurzanleitung steht drauf, das trifft es auch besser. Weil da muss man echt nicht viel wissen, um damit ein Ergebnis zu erzielen, beziehungsweise die Kamera in Betrieb zu nehmen. Ja. Ist fast alles selbsterklärend. Das Schwierigste dürfte sein, das Batteriefach zu finden. Dann haben wir hier noch die Herstellergarantie, natürlich beschränkt, ja, auch die kommt noch da. Schauen wir mal, was da noch so drin ist. Dann haben wir noch so ein kleines Säckchen aus Polyester oder so, das ist auf jeden Fall Plastik. Dann haben wir hier noch diesen kleinen Trageriemen, der ist ganz praktisch, weil wenn so eine Kamera mal runterfällt, ist das nicht so cool. Dann kann man sich das immer so ums Handgelenk wickeln und dann kann man auch mal über dem Wasser filmen oder so, ohne dass es dann Platsch macht, würde ich empfehlen. Ja, das war es eigentlich schon so an Material, was da drin ist. Die Kamera selbst ist, wie gesagt, sehr simpel aufgebaut. Die kommt mit einem Fixfokus von 2,4. Das heißt, die Blende, da kann ich nicht ändern. Ich habe hier vorne meine Mikrofone, die sehr gut funktionieren, meiner Meinung nach. Also der Ton ist echt toll. Auf der Seite links hier habe ich den An- und Ausschalter. Auf der Rückseite habe ich nur drei Bedienelemente, nämlich den Play-Button, den Mülleimer und halt den Startknopf, beziehungsweise noch ein bisschen Navigation drumherum. Und auf der anderen Seite habe ich hier mein USB. Damit kann ich die Cam an einen Rechner anschließen zum Beispiel. Läuft unter PC und Mac. Ich habe es unter Vista und XP ausprobiert. Und unten habe ich dann hier nochmal den HDMI-Port. Damit kann ich halt diese Cam halt direkt an einen Fernseher anschließen zum Beispiel, der HDMI-Eingang hat. Und dann kann ich da Full HD genießen. Das ist ganz gut. Die Kamera war aus der Verpackung her direkt einsetzbar. Das heißt, ich musste nur auf den Knopf drücken und konnte loslegen. Wenn ich die Batterie wechseln will, weil die alle ist, muss ich hier unten so ein kleines Schloss öffnen. Ja. Offen. Dann kann ich das Ding hier einfach abziehen. Und dann ist hier ein wieder aufladbares Akku drin, direkt von der Flipcam. Das kann ich auch über einen USB-Port wieder laden. Falls das nicht geht in dem Moment, kann ich ganz normale AA-Batterien nehmen. Ja, so mal im Vergleich. Ja, also die hier. Kann die halt einfach da rein tun. Schließt das Schloss wieder und dann ist die Kamera einsatzbereit. Ich habe die in der grellen Sonne benutzt und das Display hat mich echt überzeugt. Das ist ein 2 Zoll Display und die Kamera ist auch relativ schnell da. Ja, wenn ich hier mal auf andrücke, dann ist sie sofort einsatzbereit. Ich drücke einfach auf den roten Knopf und damit kann ich loslegen. Ein weiterer Knopfdruck beendet die Aufnahme. Und über den Play-Button kann ich mir den letzten Film dann sozusagen ansehen. Mit den Pfeiltasten nach oben und nach unten kann ich die Lautstärke regeln. Ich habe hier oben so einen kleinen eingebauten Speaker. Ja. Oder über das Drücken von dem Mülleimer kann ich dann halt sagen, okay, ich möchte die Aufnahme löschen oder auch nicht.
Was bei diesen kleinen Cams natürlich riskant ist, ist, wenn man aus der Hand filmt, dass man sehr schnell verwackelt. Deswegen hat diese zum Beispiel hier unten noch so einen Anschluss für ein Stativ. Ja, wenn man da so ein kleines Stativ, ein Klemmstativ oder irgendwie sowas hat, meinetwegen auch ein großes, dann kann man damit auch relativ ruhige Aufnahmen machen. Schnelle Schwenks würde ich vermeiden, das macht die Kamera nicht so gut mit, aber ansonsten ist sie wirklich sehr brillant. Zwei Sachen, die ich nicht so gut finde, sind einmal das rote Licht vorne, ja, wenn man das hier sieht, direkt neben dem Mikrofon. Wenn man gegen eine Glasscheibe oder in eine Glasscheibe filmt, dann reflektiert das natürlich immer. Ich kann das leider nicht ausschalten. Nun gut, also die Flip ist da nicht die einzige, die das macht, aber es ist für mich nicht so gut, finde ich. Und die Scheibe obendrauf, hier vor dem Kamerafokus, ist eben mit der Oberfläche hier abgeschlossen. Das heißt, wenn man da mal rauffasst, dann hat man da sofort irgendwelche Fettfinger drauf. Also bei mir ist das jedenfalls dauernd so. Die Kamera ist ja nicht besonders groß. Und die Gefahr, dass man sich dann die Glasscheibe zuschmiert, ohne dass man das vielleicht sofort merkt, ist relativ hoch. Also da wünschte ich mir eigentlich, dass die Glasscheibe ein bisschen weiter nach hinten versetzt ist, sodass man nicht immer direkt drauf fasst. Der Speicher ist 8 GB groß, damit kriege ich ungefähr 2,5 Stunden, also gute 2 Stunden Film im MP4-Format abgespeichert. Das ist eine ganze Menge. Und ungefähr so lange halten auch die Batterien. Also wenn man gute Batterien hat, dann sollte man damit auf jeden Fall hinkommen. Ansonsten sind diese Devices, egal von wem sie kommen, echt stromhungrig. Kann man nicht anders sagen. Dann würde mich noch interessieren, was die Kamera wiegt. Dazu habe ich hier so eine super coole Waage. Da lege ich die mal drauf. Und da bekomme ich angezeigt 160 Gramm inklusive der Batterien. Dann schmeiße ich hier nochmal das Täschchen oben drauf und die Schlaufe. Dann bin ich hier bei 170 Gramm. Dann würde mich noch interessieren, was das Verpackungsmaterial so wiegt. Nur um mal zu sehen, wie das Verhältnis zwischen Material und dem Device ist. Und meine Waage zeigt hier mit der gesamten Verpackung 152 Gramm an. Ich habe mit der Kamera diverse Aufnahmen gemacht. Tags, nachts, bei brüllender Sonne, bei fast stockfinsterer Nacht. Und war immer sehr zufrieden mit der Qualität der Kamera. Ich werde euch mal ein paar Szenen davon einspielen. Dann könnt ihr euch euer eigenes Urteil darüber bilden. Also ich war damit sehr zufrieden. Auch was den Ton angeht, kann man echt nicht meckern. Wenn die Umgebungsgeräusche nicht zu krass sind und die Leute direkt in die Kamera sprechen, habt ihr damit ein wirklich gutes Ergebnis. Gülüş, tatlı 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 gülüş, tatl